Hi, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Talk in Tacos. Ich bin Felix von MTP, das heißt Marketing zwischen Theorie und Praxis. Und ich darf euch hier zu der scharfen Show mit den scharfen Antworten und natürlich auch scharfen Soßen begrüßen. Ich habe heute Becky bei mir. Hi, Becky. Hallo. Du bist ja langjähriges Mitglied von uns im Verein, der Geschäftsstelle Nürnberg. Ja. Willst du dich vielleicht selber kurz vorstellen, bevor es richtig losgeht? Also ich bin Rebecca. Ich bin seit 2013 dabei. Ja. Also schon ein bisschen länger. Ich studiere jetzt in Nürnberg Marketing im Master und bin jetzt tatsächlich auch wirklich kurz vorm Abschluss, endlich. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Vielleicht. Kannst auf jeden Fall schon auf eine lange MTP-Karriere zurückblicken, ja. Was ja auch sehr schön ist. Da kommen bestimmt gleich auch ein paar Fragen dazu. Ich würde sagen, wir starten erst mit dem ersten Taco, mit auch der ersten Soße. Wir haben hier eine rote Zwiebelsoße. Wahrscheinlich noch nicht so scharf, wir werden das so ein bisschen steigern im Verlauf. Ja, schauen wir mal. Genau, da wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten Appetit. Dankeschön. Und mir auch beim ersten Taco. Ja, okay, die geht. Die ist voll gut. Kannst du scharf essen? Nee. Oh. Kannst du scharf essen? Schauen wir mal. Ein bisschen, aber nee, das ist jetzt voll in Ordnung. Also, es hat eine leichte Grundschärfe, aber würde ich doch sagen, so, dass es angenehm ist. Also. Mhm. Ja. Ich weiß mal nicht ganz so viel, weil sonst schaffe ich den letzten nicht mehr. Mhm. Aber, du weißt immer den Teil ohne Soße raus und... Ja, richtig. Dann schaffe ich es bis zum Ende auf jeden Fall. Nee, aber das war jetzt nicht scharf. Ja, okay. Kann man empfehlen. Genau. Wir wollen dich auch ein bisschen interviewen. Mhm. Deswegen will ich gleich mit der ersten Frage starten. Ja. Was war denn das Schärfste, was du je gegessen hast? Hast du da was Bestimmtes, an das du dich erinnern kannst? Ja, tatsächlich. Ich war in Sri Lanka. Wir haben Kottu, hieß das, glaube ich, gegessen. Und es war so unfassbar scharf, dass ich schon geweint habe. Mir sind schon die Tränen gekommen eben. Und es war aber halt nicht wirklich gewürzt. Deswegen war es eh schon egal. Da habe ich einfach nochmal scharfe Soße drauf gehauen, damit es wegen nach irgendwas schmeckt. Und die anderen waren schon so, ob ich eigentlich total bescheuert bin. Aber ja, dann habe ich halt geweint. Aber es hat wenigstens einigermaßen gut geschmeckt. Aber es war wirklich schlimm. Okay, aber ist doch noch eine gute Erinnerung. Ja, es war witzig. Dann würde ich gleich sagen, wir steigen jetzt ein bisschen. Mhm. Ja, als nächstes haben wir ganz klassisch Tabasco, und zwar die Pepper Sauce. Cheers! Ich spüre noch nichts. Ich schon. Und wie ist es? Schon. Ich hatte ein Tomatenstück, das war kalt, das war sehr angenehm. Mhm. Oh ja. Mhm. ja, schon scharf. So sauer. Ja. Saure trifft es ganz gut, ja. Ist schon scharf. Ich habe ein bisschen Schiss vor der nächsten. Becky, was ist denn die coolste Kampagne für dich dieses Jahr? Von Carrefour. Black Supermarket heißt die, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die von diesem Jahr ist. Ich habe sie auch schon im letzten Jahr gesehen, aber irgendwie hat sie, glaube ich, dieses Jahr sogar einen Handlein bekommen. Und da geht es darum, dass in Supermärkten bekommt man eigentlich immer nur noch Gemüse und Obst, das teilweise genmanipuliert ist, beziehungsweise man bekommt eben nicht mehr die ganze Auswahl an allen möglichen Sorten von früher. Und da hat Carrefour mal eine Kampagne gestartet, um da wach zu rütteln. Und die haben dann so einen Black Supermarket eben aufgestellt und mit dieser Kampagne darauf aufmerksam gemacht. Und letztendlich haben sie sogar eine Petition gestartet. Und jetzt ging es, glaube ich, durchs EU-Parlament, dass da eben mal Gesetze geändert werden, dass man eben dann doch mal wieder auch alte Sorten bekommen kann. Das heißt, mit Marketing, wo man wirklich was bewegt. Ja, und das finde ich eben ganz cool, weil gerade diese Kampagnen, das sind ja nicht wirklich Werbespots, die man so im Fernsehen auch sieht. Also man muss sich schon auch aktiv damit beschäftigen, ja. Was ich ein bisschen schade finde eigentlich. Aber das fand ich eine richtig schöne Aktion. Sehr cool. Bevor wir zum nächsten Taco gehen, habe ich noch eine kleine Quizfrage für dich. Kannst du die letzten drei ersten nationalen Vorsitzenden von MTP aufzählen? Oh je, Alexander Volk. Ja, einer. Dann war Janina Hirsemann. Nein, Marike. Marike, sehr gut. Marike, oh Gott. So, noch aktuellen. Oh Gott, den aktuellen? Die aktuelle. Ach so, Susi. Ja, sehr gut. Gott. Gut, dann würde ich sagen, mach mal weiter.
Als nächstes haben wir eine ganz entspannte Pain 100%. Also, wir steigern uns jetzt nicht so viel. Ach, wir steigern uns jetzt nicht von Tabasco auf Pain 100, alles klar. Also, das, oh Gott. Das wird super. Das wird super, mhm. Oh, fuck. Oh. Eieiei. Oh. Oh Gott, mir brennt gerade alles weg. Ich hab das Gefühl, ich schrei Feuer. Oh Gott. Nein, nicht in die Augen. Oh Gott. Mhm. Wie geht's dir so? Es ist, warm, sehr warm hier. Mhm. Das ist schön. Ja. Ich bin auch schon ein bisschen warm, ja. Nase läuft, Interview läuft. Mhm. Alles super. Was hast du denn bei MTP für einen Beruf gelernt, wenn du es mal runterbrechen musst auf 2-3 Sätze? Also, schwierig. Also ich habe zum einen super viel Einblick in verschiedene Unternehmen bekommen, weil wir doch viele Workshops haben, viele Unternehmensvorträge und dadurch lernst du einfach viele Branchen kennen, viele Unternehmen, auch so ein bisschen die Unternehmenskultur und was die so machen, mit was die sich beschäftigen. Und da konnte ich dann halt schon mal so ein bisschen für mich abklären, was gefällt mir und was gefällt mir eben auch nicht. Oder was finde ich vielleicht eher spannend und was nicht. Und vielleicht persönlich, also so, ich habe mir früher sehr, sehr schwer getan mit Präsentieren. Also ja. Sehr schwer. Ich bin auch jetzt immer noch voll aufgeregt. Aber dadurch, dass ich es einfach bei MTP doch sehr oft machen muss, kann ich damit jetzt auf jeden Fall souveräner umgehen. Und das ist tatsächlich vielleicht nur eine Kleinigkeit und das können vielleicht auch nicht alle nachvollziehen. Aber gerade wenn man halt eben Angst vorm Präsentieren hat, ist das schon eine Erleichterung, wenn man irgendwann sich doch mal vorne hinstellen kann und sagen kann, okay, ich sterbe jetzt nicht vor Aufregung und ich kann es einigermaßen souverän rüberbringen. Und da muss ich echt sagen, das wäre ohne MTP nicht so gewesen. Genau. Du hast ja gerade schon die Leute angesprochen, die man kennenlernt. Mhm. Kannst du sagen, wer für dich am spannendsten war, so eine Person bei MTP oder Unternehmensvertreter? Ja, ich habe super viele Leute eben auch privat kennengelernt, also jetzt dann schon eher im MTP-Rahmen und gar nicht Unternehmenskontext. Und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin bei MTP gewonnen. Wir studieren tatsächlich auch zusammen, aber ich glaube nicht, dass wir uns über das Studium so gut angefreundet hätten, weil wir auch in ganz andere Richtungen gehen. Und sie ist sehr spannend und auch inspirierend und deswegen bin ich da sehr froh, weil MTP ist dann halt nicht nur diese Business-Welt oder dieser Versuch, jetzt schon im Studium so ein bisschen was mit Unternehmen zu machen, sondern ja, man kann halt auch wirklich echte Freundschaften schließen, auch ja, die dann, denke ich, auch die Uni-Zeit überdauern. Das ist schön gehört. Wir haben noch eine Soße. Bitte nicht. Ich würde sagen, das wir trauen uns. Wieder auf zu ja, dann legen wir es nach. Und zwar ist es wieder Bomb-Soße. Legen wir los. Mhm. Hast du schon? Ja. Oh, du kannst weiter essen. Ey, ja. Oh. Da kommt gleich ein ganzes. Oh, fuck. Gott, das kommt ja jetzt erst. Oh. Nicht ins Gesicht. Oh, oh fuck. Oh Gott. Jetzt habe ich bitte was keine Frage mehr. Ich habe eine Frage. Oh Gott. Eine Frage haben wir noch. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Oh Gott, das tut mir weh. Also bei den anderen war das so, die waren am Anfang ein bisschen schlimm und wurden dann schnell besser. Die haben noch nicht angefangen so richtig schlimm. Oh. Oh Gott, das ist schlimm. Oh Gott! Warum bist du denn nicht leicht?
immer neue Luft im Mund. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Arm ist ganz gut. Okay, letzte Frage. Ja? Ja, Becky. Hm? Wieso bist du bei MTP? Oh Gott. Das will ich zittern schon. Also. Also. Mal langsam. Das ist ein bisschen schwindelig. Oh Gott. Also, puh. Ich sag's nochmal ganz ruhig. Also, warum bist du bei MTP? Naja. Also, ich habe tatsächlich vor meinem Studium schon von MTP erfahren. Vor deinem Studium? Ja, ich hatte einen Kumpel und der hat mir der hat mir von MTP erzählt und es klang halt mega spannend und ich war dann so, okay, perfekt zum Kennen, also zum Leute kennenlernen und ich habe mir gedacht, ja, okay, also eben Leute kennenlernen, vielleicht mal so ein bisschen, was man im Studium lernt und auch in die Praxis übertragen, vielleicht auch mal mit Unternehmen in Kontakt kommen und so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern und letztendlich wurde ich da auch gar nicht enttäuscht und es war eigentlich noch viel besser als meine Erwartungen damals und deswegen bin ich jetzt halt auch immer noch dabei, weil es einfach bis auf jetzt gerade echt super, super cool ist und man halt super viel lernt und mit so vielen tollen Leuten in Kontakt kommt und sich schon wieder immer wieder selber challengen kann, wenn man darauf Bock hat, dass man so viel machen kann, wie man will. Man muss nicht, aber man kann sich engagieren und deswegen bin ich da jetzt auch immer noch dabei. Sehr geil. Das heißt, du bleibst im Verein noch erhalten, wenn du jetzt fertig bist. Ja, wenn ich jetzt nicht hier irgendwie komplett umkippe. nee, auf jeden Fall. Also, das ist sehr schön. Ich werde mich auch auf jeden Fall vor allem nicht sehen lassen und ja, ich habe mega Bock drauf. Überragend. Dann würde ich sagen, wir beenden das jetzt. Wir legen uns hin oder trinken noch mehr Milch. Machen Pause. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei den scharfen Soßen. Macht's gut. Ciao. Ciao.